Hallo zusammen. Hi. Ich bin hier heute zusammen mit Moinul. Moinul arbeitet im Diagnostiklabor für Tuberkulose hier im Shish Krankenhaus in der Nähe von Kolkata in West Bengal, Indien. Und Moinul, can you tell us a little bit about tuberculosis? Is this a big problem in West Bengal? Yeah, West Bengal is a very big problem. Yeah, TB. You see many patients with the tuberculosis? The yeah, TB every month, 10 to 15 patients every month. Every month, 10 yeah, to 15. Yeah. Also Moinul hat gerade gesagt, Tuberkulose ist ein riesiges Problem hier in West Bengal. Das ist in der Tat so. Und er sieht in seinem kleinen Labor alleine sieht er 10 bis 15 Patienten im Monat. 10 to 15, one yeah, month. Ja, yeah, ja, yes. Yeah, one month. Yes, okay. 10 bis 15 Patienten mit TB pro Monat. Und das läuft so ab, dass die Patienten, die kommen hier zu Moinul ins Labor und geben eine Spuckprobe ab, entweder Spucke aus dem Mund oder was sie ein bisschen hochwürgen müssen aus der Lunge, ein bisschen Rachensekret oder Lungensekret. Und dann, wie ihr jetzt gerade auch sehen könnt, verstreicht Moinul das mit einem kleinen, Stock als Smear auf einem, how do you say the name? The glass. Glass. Auf einem kleinen Slide. Genau. Und dann wird das Ganze angefärbt und das funktioniert so, dass Moinul erstmal die Spucke trocknen lässt und dann bringt er eine Farbe darüber, die nennt sich Carbofuxin. Und diese Carbofuxin-Farbe, yes, the bacteria eat that. Yes, 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 yes. Die Carbofuxin-Farbe wird von den Bakterien, von den Mycobacterium Tuberculosis, das möglicherweise dann auf dieser Slide ist, aufgegessen. Das frisst das also wirklich. Und dann wird das 30 Minuten einwirken gelassen, lassen wir das 30 Minuten einwirken, damit das Bakterium genug Zeit hat, auch wirklich die ganze rote Farbe aufzufressen. Und dann am Ende nimmt Moinul Schwefelsäure, Sulfuric Acid, yes? Ja, Sulfuric Acid. Und spült die ganze Slide nochmal ab, das ganze Gläschen nochmal ab, um alle rote Farbe, die nicht von den Bakterien gefressen wurde, wegzuspülen. Dass wirklich jetzt in dem Zeitpunkt nur noch die Bakterien rot sind. Weil innen kann die Schwefelsäure die Farbe nicht wegspülen. Und im dritten Schritt macht Moinul dann eine Blaufarbe, Methylenblau, Methylenblue. Methylenblue. Ja, genau, macht er dann da drauf, damit man dann die Spucke auf dem Glas auch sehen kann. Weil Moinul hat dann die Aufgabe, unter dem Mikroskop sich jedes einzelne Slide anzugucken und zu zählen, wie viele rote Bakterien finde ich denn in jedem Sichtfeldfenster, was ich dort sehe. Und dann gibt es Diagnosekriterien, wenn er zum Beispiel über 10 Bakterien pro Sichtfeld sieht, dann ist es eine sehr, sehr schwere Tuberkulose. Wenn er allerdings in 100 Sichtfeldern nur 1 bis 10 Bakterien sieht, dann ist es nur eine ganz, ganz leichte Tuberkulose. Also Moinul muss hier 100 Sichtfelder durchgucken, um nach Tuberkulosebakterien zu suchen und stellt dann Diagnose. Und dann geht halt die Behandlung los, falls ein Patient Tuberkulose hat. Und das ist eine recht langfristige Behandlung, die muss man mindestens 6 Monate durchführen. Und auch weit nachdem die Symptome schon weg sind. How do you treat tuberculosis when somebody has, when you find tuberculosis under the microscope, how do you treat? Yeah, first, at first smear and then diagnosis is complete. Yes. And he and she is a bacteria affected. Yeah. He and she is a TB patients. And then this is a TB medicine. So yes. Every time, every day, 3 or 4 tablets, but weight went ahead, so 3 and 4, 6 to 8 months is finished. Yes. Ja, das ist also eine Mehrfachkombination, meistens aus, je nach Zeitraum, 4 bis 2 verschiedene Antibiotika, die man gleichzeitig nehmen muss, über mehrere Monate wirklich. You say 6 to 8 months? 6 to 8 months. So, I imagine it's a big problem for some patients to 6-8 months take antibiotics and sometimes you take antibiotics for maybe 2 months and symptoms okay? Symptoms no okay. Cough? Yes, yes. But yes. You still have to take, yes? Yes, 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 yes. So it's still, six months, 8 months. Yes. Still. It's important running, yeah. to kill every all day, every day. Yes. Yeah. So for people in West Bengal, it's maybe a big problem, teach yeah. them, to educate them. Yeah, yeah. And this is also a big role of Shish to yeah, educate. Yeah, yeah. Educate yeah every people. Time Shish is all time, money, all time is strict. Yes. All TB patients and other patients. And educate. Yeah. Thank you, Moinul. Also was er uns gerade nochmal erklärt hat, war, dass
wie gesagt, weil man muss 6 bis 8 Monate behandeln und die Symptome sind vielleicht schon nach 2, 3 Monaten weg. Und da muss man den Patienten wirklich so große Aufklärungsarbeit leisten, dass sie die Antibiotika noch wirklich weiterhin nehmen, weil man natürlich einerseits die Gefahr läuft, dass das TB bei den Patienten noch da ist und auch wieder ausbrechen kann. Aber andererseits, wenn man die Antibiotikatherapie nicht zu Ende zieht, kann es auch sein, dass die Antibiotika, die Mycobacterien-Tuberkulose eine Resistenz entwickeln gegen die Antibiotika. Ne? TB resistance is also a problem. Antibiotic resistance. If they don't finish, antibiotic resistance is a big problem. Und das ist eine große Aufgabe von Shish, ist halt auch die Patienten darüber aufzuklären, dass sie lange bis zum Ende auch wirklich die Antibiotika durchziehen. Okay, das war ein kurzer Einblick in das TB Lab von Moinul. Yeah. Moinul, thank you so much for showing us your lab here and your work. Yes. Thank you. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.